Der Chinese Yang mit der Flanke. Der Kongolese Gui Min mit dem Tor. Nach 16 Minuten führte die Eintracht plötzlich mit 1:0 und der Frankfurter Zauber ging weiter. Nur 4 Minuten später. Freistoß Ralf Weber und wieder ist der Ball drin. 2:0 für die Hessen. Anschließend nahm der Ärger von Trainer Röber kein Ende. Hertha nun völlig von der Rolle, die Spieler saft- und kraftlos. Der Gegner immer einen Tick schneller, wie auch beim 3:0 durch Fjordhoff. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit. Zu Beginn des zweiten Abschnitts diese Szene, Sverrisson wird zu Fall gebracht. Konsequenz 11 Meter und dies ist eine Sache für Hertha-Kapitän Rekdal. Doch heute klappte nichts. Der Norweger scheitert am Torwart Nikolov. Es kam noch bitterer für die Berliner. Kurz vor Schluss, wieder waren sie ausgekontert. Frankfurts Dombi gegen Torwart Kiraj. Und für diese Attacke diesmal 11 Meter für die Eintracht. Kiraj gegen Horst Held. Der Frankfurter bleibt Sieger. Hertha BSC verliert hochverdient in Frankfurt mit 0:4.